So, da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Tipp, nämlich, wie der Titel schon sagt, wie können wir die Nacht übergehen bzw. überspringen. Es ist im Prinzip ganz einfach, ich weiß halt nur nicht, ob ihr selbst schon Minecraft gespielt habt oder zum Beispiel andere Survival-Spiele, aber die Nacht kann man immer ganz simpel überspringen, indem man sich einfach ins Bett legt. Man legt sich einfach ins Bett und Achtung, töre, die Nacht ist vorbei. So, warum sollte man die Nacht eventuell überspringen? Weil klar, tagsüber siehst du mehr, selbst wenn du eine Fackel dabei hast, aber es sind auch gefühlt weniger Gegner unterwegs. Und wie es halt im wahren Leben ist, im Wald ist einfach mehr los nachts, weil nachts eigentlich alles ruhiger ist. Zumindest mal, was uns betrifft. Wir laufen halt nachts nicht rum. Aber jetzt noch mal ganz kurz, damit das Bett auch funktioniert. Ihr müsst mindestens eins, zwei, drei Wände bauen, eine Überdachung und ihr müsst definitiv ein Feuer haben. Deshalb habe ich hier dieses Feuer hingemacht. Das ist lediglich dafür, dass ich nachts halt schlafen kann, weil hier das Feuer zum Beispiel ist zu weit weg, weil sonst ist es nicht möglich. Solltet ihr eventuell schon ein Haus haben, das funktioniert nicht ganz, aber ihr wollt kein Feuer drin haben, könnt ihr euch quasi genau dasselbe hier auch bauen. Und so funktioniert das auch. Also das Feuer zählt auch, keine Ahnung. Ich glaube, wenn das drei Felder weg ist, zählt es auch noch. Aber es muss nicht unbedingt jetzt quasi hier vorne stehen. Also diese Dinge zählen auch im Radius, auch durch Wände hinweg. Und wie gesagt, wie immer, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Abo dalassen, falls ihr mehr sehen wollt. Weil ich nehme das Spiel wirklich systematisch auseinander, wo jeder der ein oder andere Probleme hat. Oder sich die Frage stellt, weil klar, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Viele spielen Survival-Spiele jetzt das erste Mal, wissen eigentlich noch gar nichts. Das hier sowieso, weil es komplett neu ist. Und wie gesagt, gerne ein Abo da lassen oder ein Like da lassen. Würde mich natürlich sehr unterstützen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video und haut rein.